Hallo, herzlich willkommen. Heute schauen wir uns alles von Arnold Schwarzenegger aus meiner Filmsammlung an. Zu gewinnen gibt's auch noch was. Jo, und was für Filme ich alles so habe und was es zu gewinnen gibt, das erfahrt ihr jetzt gleich im Video. Viel Spaß! Ja, nehmt euch ein bisschen Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Video heute gehen wird. Ich habe mal alle meine Arnold Schwarzenegger Filme aus meinem Filmregal rausgekramt und stelle euch die jetzt mal vor. Werd noch ein paar Sätze zu jedem Film dazu sagen. Nachher gibt es noch was zu gewinnen. Und ja, kommentiert mal fleißig, was ihr zu irgendeinem Film zu sagen habt. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Aber wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Mit ein paar DVDs, die ich trotz allem noch in der Sammlung habe, weil es noch keine deutsche Blu-ray gibt, haben wir hier zum Beispiel True Lies, noch mit der Emery im Schuber. Ein Spitzenfilm, habe ich auch ehrlich gesagt keine Ahnung, warum es davon noch keine Blu-ray gibt in Deutschland. Sehr, sehr schade, der Film gefällt mir sehr gut. Ist noch einer seiner guten alten Actionfilme oder einer seiner besseren Actionfilme aus seiner Zeit damals. 1994 war der Zeitpunkt des Films. Danach ging es ja so ein bisschen bergab mit seinen Erfolgen. So. Hier haben wir Der Tod kennt keine Wiederkehr. Das war jetzt einer der Filme, einer der wenigen Filme, die ich mir gekauft habe, weil er da eine Rolle im Film hat, eine kleine Minirolle. Normalerweise habe ich es so, dass ich von meinen Lieblingsschauspielern hauptsächlich Filme habe, in denen sie die Hauptrolle spielen. Ich habe mittlerweile auch den ein oder anderen Film geupdatet, wo sie dann halt eine Nebenrolle hatten, eine kleinere Gastauftritt oder sowas, weil gerade in den Anfangszeiten gab es halt nur Minirollen. Ja, das, ehrlich gesagt, habe ich mir den Film jetzt hier noch nicht angeschaut. Dann haben wir das Doppelpack mit Junior und dem Kindergartenkopf. Habe ich mir, glaube ich, noch behalten in der Sammlung wegen dem Kindergartenkopf. Ich habe ehrlich gesagt gerade gar keine Übersicht, ob ich Junior schon auf Blu-ray habe, ob es den schon gibt. Das sehen wir dann gleich. Ja, Kindergartenkopf fand ich ganz gut eigentlich. Das waren ja so Arnis Versuche, auf die Comedy-Schiene mit aufzuspringen. Junior fand ich jetzt nicht so der Burner, aber Kindergartenkopf fand ich noch ganz okay. Dann haben wir Cactus Jack. Habe ich als Importversion mit deutschem Ton. Eigentlich ein ziemlich dämlicher Film, aber naja, so waren halt die meisten Filme an den Karriereanfängen. Auch hier war eher so eine Enttäuschung. Die Jane Mansfield Story, ja, groß Arnold Schwarzenegger drauf abgebildet. Ich glaube, so viel zu sehen gab es nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Aber sowas gehört halt dazu, wenn man Schauspieler sammelt, dass man auch solche Filme mitnimmt. Auch in 80 Tagen um die Welt hat er einen Gastauftritt. Deswegen werde ich da jetzt weiter auch nicht drauf eingehen. Film ist jetzt nicht so mein Humor. Kommen wir jetzt mal zu den Blu-rays. Da habe ich ja dieses gute Stück hier mal mir bestellt. Leider, ich dachte damals, es wäre ein Steelbook drin, ist aber nur so ein Marion Scanova Case. Aber der Schuber ist ganz nett mit diesem klassischen schwarzen Terminator 2 Cover. Auch hier hinten, das sieht richtig geil aus. Gefällt mir ganz gut. Wenn da jetzt noch ein cooles Steelbook drin wäre, wäre es eine richtig schöne Edition gewesen. Ja, haben wir hier Zwillinge Twins, Schwarzenegger und DeVito. Auch ein Film aus dem Comedy-Genre mit Arnold Schwarzenegger. Finde ich jetzt eher durchschnittlich. Weil es bei mir eher so ist, dass ich, wie die meisten anderen Arnold, nicht im Comedy-Genre sehe. Da mag ich lieber seine Actionfilme, die mit ein bisschen Humor gespickt sind. Da fand ich ihn meistens lustiger als in diesen Komödien. Nichtsdestotrotz ein sehr bekannter Film. Ja, dann haben wir hier natürlich
die Terminator 2 normale Blu-ray digital geremastert. Ich weiß es gar nicht, warum ich ehrlich gesagt diese Version hier noch habe. Was ich jetzt hier nicht in der Sammlung präsentieren werde, ist meine 4K Ultra HD von Terminator 2. Ganz ehrlich, die habe ich oben jetzt noch im anderen Regal stehen lassen, weil ich die 4K Ultra HDs noch nicht bei den Schauspielern einsortiert habe. So, hier haben wir Vendetta, einer seiner letzten Produktionen, einer seiner neueren Filme. Und den fand ich eigentlich mal jetzt gar nicht so schlecht. Man hat immer gedacht, als Schwarzenegger zurückkam, okay, die Filme werden nicht so der Burner sein. Aber es war, der ein oder andere war angepasst an der heutigen Zeit durchaus sehenswert. Und ja, Vendetta kann man sich ruhig auch mal anschauen. Dann habe ich mir ja mal auch diese Version geholt von Red Sonja mit diesem schönen Artwork. Habe ich aber noch nicht ausgepackt. Finde ich sehr geil. Ist halt auch wieder so eine asiatische Version mit Emery. Gefällt mir sehr gut das Cover. Dann haben wir Pumping Iron, habe ich noch original verpackt auf Blu-ray. Das ist so ein dünnes Digipack müsste das sein. Hatte ich natürlich geupgradet, den hatte ich ja auf DVD gehabt, deswegen ist das natürlich alles jetzt noch original verpackt, weil ich die DVDs halt schon kenne. Dann haben wir von der Firma Film Konfekt Mr. Universum Stay Hungry im Digipack mit Jeff Bridges und Arnold Schwarzenegger habe ich noch original verpackt. Aber vielleicht unboxe ich das demnächst mal. Augenzwinkern. So. Und wir machen weiter mit Eraser. Auch noch ein guter Actionfilm aus den 90ern. Original verpackt. Also ich habe sehr viele original verpackte Filme. So, hier haben wir Kalidor. Wer sich jetzt fragt, okay, was ist Kalidor? Kalidor ist wieder ein schöner ausländischer Titel. Und es müsste Red Sonja sein, wenn ich jetzt keinen absoluten Quatsch erzähle. Mit deutschem Ton. Deswegen habe ich die in der Sammlung. Finde ich leider schade, dass so was wie Red Sonja dann Kalidor heißt. Aber was will man machen, wenn man es im Ausland für 5 Euro kriegt und hier damals ja, für weitaus mehr? Conan der Zerstörer habe ich natürlich auch noch in der Sammlung. Könnte ich mir auch mal wieder anschauen. Das ist immer so ein bisschen, man wird immer ein bisschen so ein wehleidig, wenn man jetzt so eine Sammlungsübersicht so durchschaut, was für geile Filme man eigentlich in der Sammlung hat, die man ja lange Zeit nicht mehr gesehen hat. Und man schaut eigentlich eher oft nur die neuen Sachen und lässt die alten dann im Regal zurück. Hier haben wir Predator. Ja, ich habe mir die Blu-ray hier aufgehoben, das ist die Erstauflage. Damals noch importiert mit deutschem Ton in der 18er Variante. Das müsste aus Holland sein, wenn ich mir das Freigabelogo anschaue. Das war noch die Version, die nicht glatt gebügelt war, deswegen habe ich mir die aufgehoben. Denn ich war ein absoluter Kritiker dieser glatt gebügelten Predator-Version. Weil ich die Filme eigentlich sehr liebe. Und ja, zum Thema Predator möchte ich noch kurz anmerken, da wird es dann demnächst, wenn die Ware angekommen ist, ein kleines, boah, kleines Review geben zur 4K Ultra HD. Und ja, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, auf so ein kleines Special zum Thema Predator. Dann geht es weiter mit Versprochen ist versprochen. Den fand ich jetzt eigentlich, ja, den fand ich okay als Komödie. Ja, was ich jetzt nicht so toll fand, war Batman und Robin. Arnie als Mr. Freeze.
Weiß nicht, ob das jetzt genug ranzoomt. Na, man sieht es jetzt nicht mehr so. So, hier haben wir ja schon mal die kleine Auflösung zur DVD vorhin. Also den Kindergartenkopf besitze ich auf Blu-ray. Original verpackt. Tun wir mal weg. Dann haben wir hier Last Action Hero als Emery. Und da bin ich gerade am Überlegen, ja, den könnte ich auch mal zur Seite legen. Oh, was haben wir denn hier? Junior. Okay, jetzt lasst mich mal kurz gucken. Kindergartenkorb und Junior, beides auf Blu-ray. Okay, dann kann die DVD weg. Dann haben wir hier Phantomkommando im Director's Cut ab 18 noch als Emery. Dann haben wir The Sixth Day. Fand ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm. Gab es auch ein paar kritische Worte zu dem Film, aber als Actionfilm hat er gut funktioniert. Dann jetzt wieder so, na, hat jetzt eigentlich nicht viel mit Schwarzenegger zu tun. Welcome to the Jungle mit The Rock und Sean William Scott. Aber am Anfang des Films übergibt ja praktisch Schwarzenegger an The Rock so das Zepter des Actionstars, wie man damals das so schön genannt hat. Deswegen habe ich mir den jetzt in die Sammlung geholt, weil er halt, war halt ein Gastauftritt. So, jetzt kommen wir noch zu ein paar kritischeren Titeln. Wir haben hier, oh, lass mich das mal vergleichen. Ne, so rum. Wir haben Twins, True Lies und End of Days. Ihr fragt euch jetzt, okay, Twins hatten wir schon. Ja, da habt ihr recht. Deswegen kommt der auch auf den Stapel. End of Days und True Lies. Ja, es sind keine Importe, also haben deutschen Ton. Es sind Bootlegs. Meine zwei einzigen in der Sammlung. Aber ich habe von End of Days die Import Blu-ray noch. Und ihr habt ja gesehen, ich habe von True Lies die DVD. Also habe ich mir da jetzt nicht viel erschlichen. Ja, wie gesagt, warum es die Filme jetzt nicht als deutsche Blu-ray gibt, ja, wissen die Studios alleine nur. Ich habe die für ein gutes Geld damals bekommen. Qualität, die Bildqualität oder das Bildmaß, das wurde von den US-Blu-rays übernommen. Wurde halt deutscher Ton drüber gezogen, nehme ich an. Zumindest bei End of Days. Konnte man qualitativ nicht meckern. Das ist sehr schade, dass man da kein deutsches Release rausbringen kann. Jetzt kommen wir mal zu Mediabooks. Mediabooks habe ich hier Red Heat im Mediabook. Finde ich einen super Film. Limitiert auf 666 Stück. Dann haben wir noch den City High. Das sind so die ganzen 80er-Filme, die ich so richtig cool finde eigentlich heute. Damals fand ich die jetzt nicht so cool, aber heutzutage finde ich das schon ziemlich cool. Dreimal cool in drei Sätzen. Auch das ist limitiert auf 666 Stück. Ich habe die 297. Dann eigentlich eins meiner Lieblings-Mediabooks. Hercules in New York. Sein erster Film, glaube ich, oder seine erste große Rolle zumindest. Und da ist dieser O-Ton drauf, wo Schwarzenegger mit seinem österreichischen Akzent Englisch spricht. Das ist sehr lustig. Scheinbar wurde er dann nachsynchronisiert oder so, weil es gibt halt noch eine andere Tonspur. Also im Englischen. Der Film ist natürlich Trash pur. Dann habe ich Running Man gleich zweimal im Mediabook. Ja, da gehen ja auch so die Gerüchte rum, dass das Bootlegs wären von wem war es? Ich finde jetzt noch nicht mal mehr hier das Label. Sag mal, es kommt von einem Label, was oft mit Bootlegs in Verbindung gebracht wurde. Nichtsdestotrotz, die zwei Mediabooks sind anständig. Die Bildqualität ist super. Auch mit der neuen deutschen Tonspur und mit der alten deutschen Tonspur. Diese ist allerdings nicht auf dem Cover vermerkt oder so. Die muss man einzeln separat anwählen im Film selbst.
Dann gab es hier noch diese alten Limited Sign Editions, auch so kleine Mediapucks mit hier so einem Lenticular-Cover. Phantomkommando, damals auch noch ab 18 die normale Version. Predator bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, das war schon die glattgebügelte Variante. Dann habe ich aus Amerika noch so ein dünnes Digibook vom Terminator Teil 1. Und dann habe ich noch das Mediabook zu Total Recall. Uncut. Natürlich. Okay, kommen wir mal zu dem, was es zu gewinnen gibt. Ihr habt es jetzt sicherlich während dem Video schon gemerkt. Hier habe ich die zwei Blu-Rays, deswegen gibt es einmal diese Doppel-DVD zu gewinnen. Es gibt einmal Last Action Hero als Import mit deutschem Ton zu gewinnen. Und es gibt das Bootleg zu Twins Zwillinge, ebenfalls mit deutschem Ton. Was ihr dazu tun müsst, wäre natürlich schön, wenn ihr Abonnent seid, aber liked auf jeden Fall mal dieses Video und schreibt Hashtag Arni in die Kommentare. Ihr dürft natürlich auch viel mehr in die Kommentare schreiben. Mich würde das brennend interessieren, was euer Lieblings-Schwarzenegger-Film ist. Zum Beispiel, oder ob ihr ihm nochmal ein Comeback im Filmgeschäft zutraut. Aber wir schauen uns jetzt erstmal hier noch ein paar Steelbooks an. Zum Beispiel hier von Total Recall. Das ist jetzt das, dürfte das FSK 16er Steelbook sein. Aber das habe ich mir halt einfach noch gegönnt. Den Film habe ich ja uncut, wie gesagt, im Mediabook. Dann habe ich noch The Last Stand. Den Film fand ich jetzt nicht so burnerhaft, aber ich fand dieses Covermotiv so schön retro-mäßig. Deswegen habe ich mir das natürlich gegönnt. Last Action Hero, der Grund, warum ich ja, die Emery nicht mehr brauche, ist das Steelbook. Das habe ich mir irgendwann nachgekauft. Und das ist ein richtig geiles Steelbook. Ich glaube, von Zavi kam das damals. Ist halt so in diesem Ticket-Style. Und es ist alles tiefengeprägt hier. Ganzen Schriftzüge, das hat eine normale Prägung und das ist wieder tiefengeprägt. Das ist ein richtig geiles Steelbook. Und auch von hinten mit diesem genialen Artwork. Top Steelbook, einfach mega. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das ist das beste Schwarzenegger Steelbook, was ich besitze. So, dann machen wir mal weiter mit Maggie. Ja, war so ein Zombie-Drama, nennen wir es mal. War jetzt nicht so mein Fall, aber auch hier eine schöne Rahmenprägung und eine Symbolprägung. Dann habe ich nochmal von Last Stand das goldene Steelbook, was bei uns in Deutschland gab. Auch von Sabotage gab es dieses goldene Steelbook. So, dann kommen wir zu den ganzen Terminator-Filmen. Terminator 1 und Terminator 2, Terminator 3, Terminator die Erlösung. Steelbook hat mir auch eigentlich sehr gut gefallen. Terminator Genesis. Dann hier das Kommando Steelbook, finde ich auch sehr cool mit Rahmenprägung und geprägten Kommandoschriftzug. Ich glaube, das gab es auch bei Zavi damals. Ist aber leider nur die normale Version drin auf Blu-ray. Deswegen habe ich den Director's Cut hier als MRA noch. Da kommt gleich mein Favorit. Aber gucken wir erstmal hier zu Collateral Damage. Auch ein interessanter Film. Und jetzt komme ich in Probleme, weil ich habe. Das Conan Steelbook, das ist auch so ein geiles Teil eigentlich. Rahmenprägung, Schriftprägung, geiles Artwork. Ich glaube, da muss ich das, das ist alles mit Last Action Hero zusammen. Weiß jetzt nicht, wer da auf Platz 1 wäre in meiner Steelbook-Sammlung von Arnold Schwarzenegger. Ich finde es ziemlich geil. Aber damit bin ich jetzt auch leider schon am Ende von meinen Filmen. Also mir ist bewusst, dass ich wahrscheinlich nicht alle Filme von Schwarzenegger habe, aber ich habe zumindest alle, in der er eine Hauptrolle hatte oder eine größere Rolle.
Und ja, wie gesagt, haut mir mal in die Kommentare, was euer Lieblings-Schwarzenegger-Film ist und wie viele Filme ihr vielleicht von ihm in der Sammlung habt. Ansonsten denkt dran, Hashtag Arnie, wer was gewinnen will, drückt den Abo-Button, teilt das Video, damit auch möglichst viele die Chance auf den Gewinn haben. Und dann war es das für heute. Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch wenn es diesmal ein etwas seltsames Format war. Aber das werde ich jetzt zu einigen anderen Schauspielern auch noch bringen in Zukunft. Da könnt ihr euch schon freuen auf Bruce Willis, Robert De Niro. Wen habe ich denn noch? Stallone, Tom Cruise, die ganzen Stars, die man so kennt, die in den 80ern angefangen haben. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis Sonntag, macht's gut. Ciao, ciao.